Ja, Martin, morgen geht es gegen deinen alten Verein Altach. Was erwartet uns da? Ja, Altach ist eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Sie haben schon in der 5. Bundesliga-Saison die letzten Jahre auch Europacup gespielt. Und von dem her, ja, es sind sehr viel ältere Spieler, die wissen, um was es geht, die was einfach sehr kontrolliert spielen. Und von dem her müssen wir dort versuchen, kompakt zu sein, hinten gut zu stehen, versuchen, die Null zu halten und nach vorne hin unsere Angriffe sauber fertig zu spielen. Du hast jetzt im letzten Spiel 2 Tore geschossen. Wie schaut es aus mit dem Selbstbewusstsein? Das muss jetzt riesengroß sein, oder? Natürlich war es für mich einfach ein super, super Erlebnis, wieder zweimal zu treffen in der Bundesliga. Und ich hatte letztes Jahr ein hartes Jahr mit 2 Verletzungen. Ist nicht so gelaufen, wie ich das selber gern hätte. Aber natürlich, jetzt, ich nehme das positive Gefühl mit nach Altach und versuche dort, falls ich spiele, die bestmögliche Leistung zu bringen. Ja, dann wünsche ich mir dafür alles Gute und ja, werden wir gut machen. Danke. Ja, Karl, morgen geht es gegen Altach. Drittes Spiel nach den 2 ersten schweren Partien. Morgen eine weitere Auswärtspartie. Was erwartet uns da? Ja, Mannschaft, die Ansprüche stellt, in die obere Hälfte der Tabelle zu kommen. Das bedeutet natürlich wieder ein schwieriges Spiel. Wir müssen einiges besser machen wie bisher. Es waren zwar schwierige Spiele, aber wir haben uns zwar fest vorgenommen zu punkten, ist leider nicht gelungen. Wir hoffen natürlich, dass wir das in Altach um einiges besser machen und Punkte nach Hause nehmen. Was erwartest du da speziell von unserer Mannschaft, von deiner Mannschaft? Ja, dass sie kompakter steht, dass sie die Eigenfehler, die uns halt des Öfteren das Leben schwer gemacht haben, möglichst vermieden werden. Dass wir den Gegner nicht so viele Räume zur Verfügung stellen, um uns auszukontern oder auch zu Torchancen zu nützen. Und daher haben wir das versucht, im Training besser zu machen, uns gut einzustellen auf Alltag. Und jetzt heißt es nur, es geht um die Umsetzung, dass wir das einfach auch aufs Spielfeld bringen. Dann wünsche ich dafür viel Glück und viel Erfolg morgen. Ja, danke vielmals.